Sehr bien. Nemanja Radulovic. Hello Martin, I'm glad to be at your show. Ein ganz, ganz wilder Kerl. Bikerboots, lange Haare, geschminkte Augen. Wo gibt's sonst sowas im Klassikbetrieb? Wir haben ihn getroffen in Bozen, auf dem Programmstand Paganini. Doch zuvor hat er Musik von Johann Sebastian Bach gespielt. Ich denke nie über Tempi nach. Es entsteht immer alles im Augenblick. Bachs Solostücke zu spielen ist etwas Besonderes. Du bist ganz allein und es entsteht diese große Musik und eigentlich musst du gar nichts machen. Du musst dich einfach nur öffnen für diese Musik. Dann kommen Ruhe und Freiheit von ganz allein. Für mich ist das eine Person. Ja, ich spreche mit meiner Geige. Und das muss keine wertvolle Stradivari sein. Nein, ein gutes Instrument macht das, was du willst und lässt dich all deine Emotionen frei ausdrücken. Für mich ist das hier eine sehr spezielle Geige. Ich habe sie erst seit April. Es ist eine rote Violine. Es gibt keine große Geschichte, kein Geheimnis um diese Geige. Ich habe sie zu Hause gefunden. Als Streicher suchst du immer nach einem Instrument. Ich hatte eine sehr, sehr wertvolle Geige, doch es war bei einem Barber-Konzert in Frankreich. Ich erinnere mich noch genau. Es war, als ob jemand meine Hände festhält. Ich habe das Konzert schon zu Ende gespielt, aber ich hatte überhaupt keine Freiheit. Und nach ein paar Tagen habe ich diese hier in die Hände bekommen. Und das war es einfach. Nach meinem Studium in Paris hatte ich beschlossen, nie mehr Paganini zu spielen. So viele Wettbewerbe, so viel Üben. Ich hatte eine komplette Paganini-Overdosis. Ja, das mit dieser Overdosis, das ist eine ganz interessante Sache. Als Künstler stellt man sich ja immer wieder diese Frage. Ich meine, man übt Stellen stundenlang, tagelang, wochenlang und es funktioniert einfach nicht. Oft sind es nur 2, 3 Takte, an denen man einfach scheitert und richtig frustriert ist. Und dann plötzlich funktioniert es. Und wenn man dieses Konzert, dieses Werk dann ein paar Mal gespielt hat und sich das dann im Nachhinein nochmal ansieht, dann fragt man sich, wie konnte man mit dieser einzelnen Stelle, an der man so lange herumgedoktert hat, eigentlich Probleme haben. Aber ganz ehrlich, und das sage ich aus Erfahrung,
Am Ende des Tages zählt für uns Künstler wirklich jeder Ton. Und man muss um jeden Ton ringen und für jeden Ton kämpfen. Nur dann funktioniert es im Konzert auch. Und dann sind Sie, wenn Sie zu uns ins Konzert kommen, auch wirklich zufrieden. Das Paganini-Konzert fängt toll an. Es ist wie die Ouvertüre einer großen Oper. Es ist verrückt, man sieht regelrecht die Charaktere, die Sopranistin auftreten und die Tenöre schmachten. So viele Charaktere auf der Bühne. Ich liebe es, aufzutreten. Es ist unglaublich für mich. Das sind Momente, die kann ich nicht beschreiben. Du darfst jemand sein, der du im richtigen Leben niemals sein dürftest. Der zweite Satz dieses Paganini-Konzertes klingt so dramatisch. Es ist eines der schönsten Themen, die Paganini je geschrieben hat. Es macht mir so viel Freude, diesen Satz zu spielen. Es ist eine Liebesgeschichte. Ich sehe da ein Mädchen und es taucht ein Kerl auf und es ist eine total verrückte Liebesgeschichte. Du musst nur genau zuhören. You have a man who is coming and it's completely it's really a love story this second moment. Und dann der letzte Satz. Der ist schon technisch sehr anspruchsvoll, aber auch richtig fröhlich. Es beginnt mit einem Pizzicato im Orchester und dann fange ich an. So this is the bass and then on the bass I have a theme which is tum, tum. Ich spiele jedes Konzert, als ob es mein letztes wäre. Was ich in 10 Jahren mache, das weiß ich nicht. Vielleicht spiele ich gar nicht mehr Geige. Vielleicht komme ich in der Oper an. Wir sind eins. ARD.